Bist du bereit? Ja. Seid ihr bereit? Voila! Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es etwas ganz Besonderes. Ihr konntet es am Titel sicherlich schon erkennen. Und einige haben es vielleicht auch schon mitbekommen in der vergangenen Woche. Denn ich bin momentan Praktikantin, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, nicht mehr. Aber zum Zeitpunkt, wo ich es drehe, noch Praktikantin beim Löwe Verlag. Und habe hier die Möglichkeit bekommen, ein Instagram-Takeover zu machen. Das bedeutet, dass ich eine Woche oder 5 Tage den Instagram-Kanal von Löwe übernommen habe quasi und dort Bilder hochlade und habe es mir dort zur Aufgabe gemacht, ein bisschen das Verlagswesen näher zu beleuchten, also ein bisschen hinter den Kulissen sozusagen zu fotografieren und mich mit den Mitarbeitern zu unterhalten. Und das habe ich jetzt in der vergangenen Woche auf Instagram bei Löwe gepostet. Und dieses Video ist sozusagen noch ein Zusatz dazu, denn ich habe auch 2 Kolleginnen dazu gewinnen können, mir ein kleines Interview zu geben. Und genau, das seht ihr jetzt hier in dem Video. Bleibt bis zum Ende dran, das könnte sich für euch lohnen und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. So, ich stehe jetzt hier in meinem Büro, also an meinem Arbeitsplatz. Ich teile mir das Büro mit noch 2 anderen Leuten und ich dachte, es interessiert euch vielleicht, wie das bei mir aussieht und deswegen zeige ich euch das jetzt gerade. Also das hier ist mein Arbeitsplatz. Ich habe natürlich extra ein bisschen unordentlich gemacht, damit es sehr viel realistischer aussieht. Das ist nämlich gerade ganz früh und es ist noch keiner da. Ich wollte meine Kollegen da nicht stören. Und ja, so sieht das hier aus. Schöne Bücherregale. Es ist übrigens in jedem Büro sind Bücherregale, die vollgestopft sind mit Büchern, was natürlich irgendwie total cool ist. Ich mag das total gerne. Ja, also hier sitze ich und arbeite. Das ist übrigens gerade der Takeover-Plan für das Instagram-Takeover. Und ja, so sieht das dann bei mir aus. So, hier sind wir jetzt bei der Kara und die Kara arbeitet im Lektorat. Hallo. Und ja, für die Kara haben wir natürlich ein paar Fragen vorbereitet. Wir sind übrigens die Caro und ich, die sitzt, seht ihr jetzt nicht, die ist hinter der Kamera, aber die unterstützt mich hier ganz fleißig. Und als erste Frage natürlich, wie sieht denn der Alltag als Lektorin so aus? Das kann man gar nicht so pauschal sagen, weil jeder Tag eigentlich ein bisschen anders ist. Also es gibt Tage, da sitzt man ganz fleißig über dem Manuskript und ist am Redigieren. Dann gibt es aber auch so Tage, da muss man ganz viel organisieren, hin und her telefonieren. Dann gibt es Tage, da haben wir Sitzungen, wo wir uns über das neue Programm unterhalten und auch über die neuen Cover und Titel-Brainstormings machen. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne an dem Beruf, dass man jeden Tag immer wieder eine neue Abwechslung dabei hat. Wie viele Manuskripte betreust du denn so parallel? Das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welchem Zustand die Manuskripte sind. Also redigieren tue ich meistens nur eins, weil man muss sich auch wirklich auf den Text konzentrieren. Aber wir brainstormen natürlich auch an neuen Projekten und machen Taschenbuchausgaben von Hardcover-Ausgaben. Und so vielleicht 4, 5 habe ich aktuell, wo ich mich wirklich wöchentlich mit beschäftige. Und wie viel Einfluss hast du auf die Geschichte von den Büchern? Das hängt natürlich davon ab, ob es eine Übersetzung ist oder ob ich mit einem deutschen Autor zusammenarbeite. Weil bei einer Übersetzung, da kann ich natürlich viel weniger eingreifen. Da geht es ja mehr darum, den Text einfach stilistisch anzugleichen und wirklich vom Vokabular höchstens ein bisschen zu gucken. Aber bei einem deutschen Text kann man natürlich sehr, sehr stark eingreifen, auch in den Plot und die Charaktere, klar. Und wie lange dauert das jetzt ungefähr, wenn du ein Manuskript auf den Tisch bekommst, bis zu dem Zeitpunkt, dass es im Handel steht? Also es gibt Projekte, gerade auch mit deutschen Autoren,
die eigentlich relativ zügig vorankommen, wo man sagen kann, so ein von der Idee bis zum fertigen Buch 1,5 Jahre, das ist aber schon eigentlich so der kürzeste Zeitraum, der für uns möglich ist. Aber gerade bei Lizenzen, die wir einkaufen, bei der Trilogie zum Beispiel, da kann schon sein, dass wir den ersten Band in der Rohfassung lesen und bis dann der erste Band übersetzbar ist und dann rauskommt, das kann schon mal 3 Jahre dauern. Jetzt mal so eine allgemeine Frage. Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen Lektor und Redakteur? Genau, das ist eine ganz, ganz gute Frage, denn in manchen Verlagen wird vom Lektorat gesprochen. Wir sprechen bei uns eher von Redaktion. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass beim Lektor assoziiert man natürlich, dass man sehr viel liest. Das tun wir auch, aber ein Großteil, gerade auch zum Beispiel beim Kinderbuch und bei den Bilderbüchern im frühkindlichen Bereich, das ist natürlich auch viel Projektmanagement, was man da macht. Da ist der Text ja gar nicht so lang, da liest man ja gar nicht so viel am Stück, sondern da ist man sehr viel mit Telefonieren und Organisieren und Texten schreiben auch beschäftigt, sodass eigentlich das eher eine redaktionelle Arbeit ist und deshalb nennen wir uns eben Redakteure und nicht Lektoren. Und hier befinde ich mich jetzt im Archiv tatsächlich und hier sind alle Bücher, die bei Löwe jemals erschienen sind, von Anbeginn der Zeit. Ihr seht, die Bücher sind ganz, ganz alt und das geht hier dann also weiter. Und ich zeige euch jetzt einfach nochmal so ein bisschen, wie das hier aussieht. Und ja, das ist sehr, sehr spannend, da mal ein bisschen sich durchzustöbern. Also, wir sind jetzt bei der Isa im Büro und die Isa ist zuständig fürs Online-Marketing. Was bedeutet das denn, Isa? Also, erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass das Online-Marketing ein sehr weites Feld umfasst und ganz viele verschiedene Bereiche. Ich gehe einfach mal konkret auf meine Aufgaben ein. Ich schreibe zum Beispiel mit die Newsletter für die Kinderbücher und Jugendbücher, das sind eben verschiedene Abonnenten und auch für die Handelspartner. Außerdem kümmere ich mich auch ein bisschen um Social Media. Ich betreue zum Beispiel den WhatsApp-Kanal. Das macht unheimlich viel Spaß, gerade weil man eben auch immer in der Interaktion ist mit den Abonnenten. Und ich shoote auch mit Büchern für Instagram, das ist auch total toll und sehr abwechslungsreich. Und ein weiterer sehr großer Aufgabenteil bei mir sind aber auch die Blogger Relations. Blogger Relations, was kann ich mir darunter vorstellen? Wirst du dann angeschrieben von irgendwelchen neuen Bloggern, die wollen sich dann bei dir vorstellen oder was genau passiert da? Und was gab es vielleicht schon mal für eine E-Mail, die ganz besonders toll, auffallend oder so war? Meine Lieblings-E-Mails sind Hallo lieber Carlsen Verlag. Ansonsten stellen sich die Blogger meist schon direkt vor, also bei uns kann man auch auf der Homepage nachlesen, also gibt es eben schon die FAQ, da kann man sich schon ein bisschen schlau machen, worauf wir achten und die meisten Blogger stellen sich eben schon in der Mail vor und dann schauen wir einfach, ob das passt, passt das zu unserem Verlag, stimmt auch die Reichweite, die ist nicht ganz unwichtig, muss man leider sagen, also da müssen wir auch immer ein Auge drauf haben und dann gucken wir einfach und schauen uns die Rezensionswünsche an und bearbeiten die dann entsprechend.
Auf der Leipziger Buchmesse gab es ja zum Beispiel auch ein Blogger-Event. Hast du das mit organisiert oder warst du quasi mehr so als Moderation dann da? Ich habe das auch mit organisiert. Das machen wir hier aber immer gemeinsam in unserer Online-Marketing-Runde. Und das macht auch immer unheimlich viel Spaß, einfach auch schon zu schauen, wie machen wir das? Machen wir das öffentlich oder im kleinen Kreis? Diesmal haben wir das als öffentliche Veranstaltung aufgezogen, um einfach auch mal neue Gesichter zu sehen und anderen Leuten als unseren Stammbloggern die Chance zu geben, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und das machen wir aber immer in der Runde und teilen das sozusagen auf, damit da jeder seinen Spaß dran hat hier. Und du hast ja jetzt schon von einigen Kanälen gesprochen, die der Löwe Verlag führt, beziehungsweise du betreust. Was sind da jetzt die Unterschiede zum Beispiel? Was konzentriert sich da mehr auf WhatsApp? Also welcher Content ist mehr auf WhatsApp, mehr auf Instagram, auf Facebook? Gibt es da Unterschiede? Werden die alle mit dem gleichen Content bespielt? Oder was gibt's da, also was machst du da für Unterschiede? Okay, also bei WhatsApp ist es so, dass es so ein bisschen auch so der Info-Feed, also Info und Unterhaltung und Rätsel. Also da machen wir momentan 3 wöchentliche Posts und einfach zu Neuerscheinungen oder hey, habt ihr das Buch noch auf dem Schirm? Schaut mal eine Leseprobe oder irgendwie neugierig darauf machen. Dann machen wir immer die Donnerstagsrätsel und jetzt auch jüngst Wunschbuchverlosungen in regelmäßigen Abständen. Aber das ist eher so wie so ein kleiner Unterhaltungs-Newsfeed, also Humor und Info. Und Instagram geht natürlich total übers Visuelle. Da müssen die Bücher einfach in erster Linie ästhetisch und schön aufbereitet sein und über die Bildsprache einfach sprechen und Stimmung transportieren. Da sind einfach die Fotos natürlich absolut im Hintergrund und es ist auch ein bisschen subtilere Werbung, kann man sagen. Und da kann man aber auch eben viel Stimmungsbilder einfach kreieren. Bei Pinterest geht es eben um Interessen, Gemeinschaften und einfach ja auch viel Bildkommunikation. Facebook ist ja diese Text-Bild-Mischung, das ist auch ziemlich anspruchsvoll tatsächlich, da irgendwie den richtigen Aufhänger zu finden, damit es in diesem riesen Feed nicht untergeht. Da muss man sich immer wieder neu erfinden und schauen, was gerade in ist, taggen, ja, nein, vielleicht. Und diese ganzen Kanäle zu bespielen, das ist natürlich auch ein Akt der Organisation. Wie macht ihr das? Ist das eine spontane Sache? Ach komm, jetzt machen wir mal ein Instagram-Bild oder wie läuft das? Dazu erstellen wir bzw. meine Kollegin Franzi einen Contentplan, andere nennen das auch Redaktionsplan. Da wird dann einfach detailliert aufgeführt, was so geplant wird, also welcher Kanal, welches Buch. Und damit man eben auch Überschneidungen vermeidet und auch Wiederholungen, damit man halt schauen kann, oh, das hätten wir das jetzt mal vor 3 Monaten, das könnte man mal wieder und das war erst vor 2 Wochen, eher nicht. Aber wir machen auch viel spontan. Also gerade ich muss ich sagen, ich mache sehr viel spontan und irgendwie, ja, das hat auch eben viel mit Reaktion zu tun, was gerade los ist und ja, spontane Sachen sind ja auch meistens so die besten. Sehr gut. Und was hältst du davon, wenn wir dir jetzt gleich nochmal über die Schulter schauen, wie du denn tatsächlich so ein Bild konstruierst? Sehr gerne. Und aus diesen Zutaten basteln wir jetzt ein Instagram-Bild, nicht wahr, Isa? Voila! Wie viele Fotos machst du da jetzt, Isa? Ich mache zur Sicherheit immer mal ein paar mehr. Aus verschiedenen Perspektiven auch. Und ja, wenn es gut geht, pro Ensemble quasi so 5 Bilder. Und wenn ich mir unsicher bin, können es auch mit. Also wenn ich mir ganz unsicher bin, können es auch 15 werden. Aber idealerweise sind es 3 bis 5. So,
ich hoffe, das konnte euch ein bisschen unterhalten und war vielleicht auch ganz interessant. Ich persönlich fand es super interessant, mal in die Abteilung reinzugucken und auch jetzt zwei Interviews zu gewinnen, die das Ganze ein bisschen, die Verlagsarbeit so ein bisschen näher beleuchten. Vielen Dank an alle Löwe-Mitarbeiter, die für Fotos und Videos zur Verfügung standen, mit denen ich mich unterhalten konnte. Und natürlich an den Löwe-Verlag danke, dass ich das überhaupt machen konnte. Das ist sehr, sehr lieb. Und ganz besonders großen Dank gilt an die Caro. Ihr habt das vielleicht im Interview kurz gehört. Die Caro macht eine Ausbildung beim Löwe Verlag. Und die Caro war mir eine so unglaublich große Stütze jetzt bei dem ganzen Takeover. Also riesengroßen Dank an dich, Caro. Caro führt außerdem auch einen Blog, genau wie Cara. Und die Links dazu findet ihr natürlich in der Infobox, genauso wie das Instagram-Profil zum Löwe Verlag. Da könnt ihr euch dann alle Fotos auch nochmal anschauen. Also da braucht ihr auch gar kein Instagram-Profil. Man kann da einfach draufgehen und sich das anschauen. Und jetzt kommen wir noch zum finalen Akt sozusagen. Ich habe nämlich die Möglichkeit bekommen, jetzt noch 5 Bücher an euch zu verlosen. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ich hoffe, logischerweise, ich denke mal, dass ihr euch darüber freut. Und zwar geht es einmal um Young Elites von Mary Lou. Dann, ich wollte nur, dass du noch weißt, von Emily Trunco. Im freien Fall oder wie ich mich in eine Pappfigur verliebte von Jessica Park müsste das sein. Ich blende euch aber hier auch alles gerade nochmal ein. Dann Rosen und Seifenblasen von Sonja Kalblinger und Infernale von Sophie Jordan. Diese 5 Bücher könnt ihr jetzt hier gewinnen. Und dafür müsst ihr einfach nur, also Abonnent meines Kanals sein. Das sei für meine Abonnenten. Und ihr müsst einen Kommentar unten hinterlassen, indem ihr einfach sagt, was euch an dem ganzen Takeover am besten gefallen hat, vielleicht welches Foto euch am besten gefallen hat oder welche Informationen ihr am besten fand oder irgendwas Nettes über meine Haare. Nein, das ist natürlich nur ein Scherz. Also irgendwas, was euch besonders gut gefallen hat. Und natürlich, welches Buch ihr dann gerne gewinnen möchtet und dann werde ich das auslosen. Und Bedingung dafür ist, dass ihr 18 Jahre alt sein müsst oder die Einverständniserklärung eurer Eltern habt. Denn ich, wenn ich euch dann benachrichtige, müsst ihr mir eure Adresse geben und ich leite die dann an den Löwe Verlag weiter und die verschicken das nämlich dann. Und da brauche ich dann ein Einverständnis, wenn ihr noch nicht 18 Jahre alt seid. Ja, das war dann auch schon alles. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß an der ganzen Sache. Ich auf jeden Fall. Ich fand es mega, mega cool. Nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ich das machen durfte. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ja, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Entschuldigung. Ist so witzig hinter der Kamera. Das ist auch so mega heiß. Ihr könnt mir das vielleicht auch der Nachwelt sagen, dass es hier voll heiß ist. Und ich kann aber so einen Schwenk rüber machen. Das sieht man, glaube ich, nicht so, ne? Ja, sieht auch im Video dann immer alles anders aus. Bitte lächeln. Ja, Baby, Baby, lächeln, lächeln. Noch ein Schuh, dann haben wir es im Kasten. Sehr schön. Top, top, läuft alles super.